Heute sollte der Startschuss für die Gründerinitiative des Vereins der Techniker fallen, mit einem großen Paukenschlag. Corona-bedingt fällt dieser Paukenschlag aus. Wir spielen eine kleine Triangel, aber trotzdem, die Musik spielt bei den Gründern. Bei mir ist Thomas Barreis, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung. Herzlich willkommen, Herr Barreis. Herzlichen Dank. Herr Barreis, die Veranstaltung muss leider ausfallen, aber Sie haben mit Sicherheit eine Botschaft an die Gründer. Was hätten Sie ihnen zugerufen? Ja, leider heute nicht physisch, sondern heute nur per Videobotschaft. Ich möchte allen Gründern sehr viel Mut zusprechen. Ich hoffe, dass Sie alle auch weiterhin auch den Gründergeist in sich tragen und auch weiterhin auch versuchen, Ihr Unternehmen, Ihre Ideen auch umzusetzen. Wir haben die letzten Jahre sehr, sehr erfolgreiche Gründungen gehabt. Über 2400 Gründungen konnten wir auch vom Bundeswirtschaftsministerium fördern. Über 3/4 davon sind nach 3, 4 Jahren immer noch aktiv im Markt tätig. Das heißt, das ist sehr, sehr erfolgreich und wir schaffen auch damit langfristig Unternehmertum. Viele heutige Gründer sind die Global Player von morgen und die Hidden Champions von morgen und die Arbeitsplatzbringer. Insofern bringen Gründer Wettbewerb, Dynamik und auch Wirtschaftlichkeit in unsere Volkswirtschaft. Auch das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und ich möchte Sie alle ermutigen, weiterhin auch so aktiv zu bleiben, sich einzubringen und Ihre Idee auch umzusetzen in ein tolles Unternehmen. Jetzt sind wir hier bei dem Verein der Techniker. Die Techniker setzen sehr große Hoffnung auf ein neues Gesetz, das Gebäudeenergiegesetz, das jetzt im November in Kraft tritt. Was versprechen Sie sich davon? Ist das jetzt auch eine gute Basis zum Gründen? Ja, in der Tat, wir machen derzeit ja enorm viel im Bereich Energiewende. Wir investieren ja in den ganzen Bereich Effizienz, Sparsamkeit, neue Technologien, auch neue Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien. Und ich glaube, dass da die nächsten Jahre noch viel, viel mehr passieren wird und auch passieren muss. Und wir investieren auch sehr viel Geld. Wir haben erst heute Morgen wieder ganz aktuell im Bundeswirtschaftsministerium in einer Telefonkonferenz besprochen, wie viel Geld wir da die nächsten Jahre investieren wollen. Das wird nochmal mehr sein, dass wir die auch Klimaschutzziele erreichen. Das heißt ganz konkret, ich glaube, dass dieser Bereich sehr innovativ sein wird, viele neue Ideen bringen wird, auch die Ideen gefragt sein werden. Insofern kann man auch gerade die Techniker nur auffordern, hier wirklich ihre oder die Ideen auch mit einzubringen, damit da wirklich auch in den nächsten Jahren noch viel passiert und wirklich auch daraus vielleicht auch neue Unternehmen entstehen können. Rund um die Gründung gibt es einen relativ hohen Bürokratieaufwand immer noch. Gibt es da Perspektiven, dass es Maßnahmen gibt, um die Gründung an der Stelle zu erleichtern? Ja, das ist sicherlich ein großes Thema. Roman Herzog hat ja mal gesagt in seiner berühmten Ruckrede schon vor vielen, vielen Jahren, dass Bill Gates wahrscheinlich nicht in Deutschland möglich gewesen wäre, weil die Bauvorschriften so restriktiv sind, dass eine Gründung in der Garage heutzutage nicht möglich wäre. Das sind Dinge, die wir ein bisschen aufgebrochen haben, aber ich glaube, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Ich glaube, wir müssen auch Gründern den Freiraum geben, die Luft geben, sich zu entfalten. Und da ist ja jeder Vorschlag, glaube ich, wirklich auch angebracht und wir müssen hier wirklich auch nochmal innovative Ideen auch wirklich umsetzen können. Das heißt, Bürokratie abbauen und ganz konkret dafür sorgen, dass auch wirklich diejenigen, die Lust haben, was zu machen, auch die Chance haben, das umzusetzen. Inwieweit haben Sie vom Wirtschaftsministerium aus Möglichkeiten, auf das Thema Bildung und Ausbildung Einfluss zu nehmen, um Menschen viel schneller an eine Gründung vielleicht heranzuführen, indem sie in den berufsbildenden Schulen schon besser darauf vorbereitet werden? Ja, ganz konkret bei der Berufsausbildung sind wir mit federführend an Bord. Wir versuchen da auch die Ausbildungsinhalte zu gestalten, gemeinsam mit der Industrie und mit der Wirtschaft. Das heißt, da sind wir schon auch sehr, sehr stark mit dabei. Aber wir sind auch natürlich mit dem Bundesbildungsministerium ganz, ganz eng im Dialog, um da auch wirklich immer dafür zu sorgen, dass wir technologisch immer auf dem nächsten, auf dem höchsten Stand sind, den wir auch brauchen und wirklich auch da die Bildungsinhalte auch wirklich auch bieten können. Und auch sagen wir, die Lust auf Bildung, auf Innovation, auf Technologien auch weiterhin erhalten. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, gerade für Industrie und Wirtschaft. Und hier haben wir ein ganz, ganz großes Interesse, gerade als Wirtschaftsministerium. Abschließend, wie würden Sie jemand, der über Gründung nachdenkt, jetzt den Schub geben, tu es? Ich glaube, man braucht einfach den Mut dazu. Man muss einfach sagen wir, die Gefahr in die Selbstständigkeit entsprechend auch wagen. Es lohnt sich, denke ich, immer, weil ich glaube, dass man sehr, sehr viele Chancen hat, dass man sehr viel Unterstützung auch bekommt. Ich glaube, dass auch wenn man vielleicht dann scheitern mag, hat man enorm viel Lebenserfahrung gesammelt. Und auch das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Ich glaube, wer mal selbstständig war, wer auch mal den Mut gefasst hat, sich wirklich auch Selbstinitiativ auch zu geben, der hat eine ganz andere Startchance im Leben. Deshalb glaube ich, dass es sich immer lohnt, selbstständig zu werden. Da ist es derzeit natürlich nicht ganz einfach. In der Corona-Pandemie haben wir jetzt in den aktuellen Umfragen auch erfahren, dass 4 von 10 Gründer auch sehr, sehr skeptisch sind, auch gesagt haben, sie wollen ihre Gründung noch einmal verschieben, vielleicht aufs nächste Jahr, weil sie einfach die Sorge haben, dass
die wirtschaftlichen Auswirkungen so groß sein werden. Deshalb gilt es auch da natürlich jetzt nochmal auch ein bisschen vielleicht nochmal abzuwarten, aber dann, wenn die Wirtschaft wieder anspringt, wirklich loszulegen, weil ich glaube, es lohnt sich immer, eine Gründung zu machen. Vielen Dank, Herr Baras. Gerne.